Hallo, servus und grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc. Dieses Video ist für Leute gedacht, die sich jetzt eine Quest. 3 kaufen wollen und sich fragen, hey, ist denn mein Case der Quest 1 oder das Case der Quest 2 noch kompatibel oder muss ich mir direkt zur Quest 3 auch ein neues Case kaufen? Das gucken wir jetzt an. Ich habe ja etwas vorbereitet, dass ihr auch ein bisschen näher rankommen könnt. Schauen wir uns doch mal zuerst das Case der Quest 1 an. Hier passt die Quest 3 auf den ersten Blick eigentlich sehr schön rein. Ob das Ganze, das ist jetzt natürlich das Standard Headstrap, ob das auch mit den Deluxe Strap passt, weiß ich nicht, aber wir haben bestimmt ein paar coole Leute hier in der Community, die das unter das Video schreiben können. In die Kommentare, dann pinne ich das gerne an. Aber erstmal das hier: Wir setzen auch die Controller hier rein und die Controller, die passen, weil die keine Ringe haben, die passen hier nicht genau irgendwie so drauf, sondern die muss man hier so ein bisschen reinlegen. Dann ja, dann passt das auf den ersten Blick und Deckel drauf. Und jetzt könnte man meinen, ist gut. Ist soweit gut, weil es hat alles Platz. Aber wenn wir das hier machen und dann wieder reingucken, so, jetzt haben wir genau die Situation. Guck mal hier, der Controller hier, der ist mir schon fast gegen die Linse geflogen. Müssen wir also aufpassen. Das sind zwei Sachen. Als erstes mal die Brille selber. Die bewegt sich gerne mal nach vorne und nach hinten. Das ist jetzt vielleicht in erster Linie noch ein bisschen weniger tragisch, solange die Erschütterungen nicht zu stark sind. Hier könnt ihr euch aber ein bisschen behelfen. Nehmt da einfach irgendein so Mikrofasertuch, faltet das und legt das mal hier vorne rein. So, und bei den Controllern, da ist auch ein bisschen Einfallsreichtum gefragt. Da nehmt ihr am besten irgendein so super kleines äh, Gästehandtuch, legt da die Controller rein. So mache ich das auf jeden Fall mal hier. Wickelt die hier rein. So. Nicht schön, aber selten, oder? <laughs> okay. Aber Deckel drauf. Ich halte ihn jetzt nur zu und da wackelt nichts mehr. Das ist, das ist gut. So könnt ihr das natürlich verwenden. Also, wir sind natürlich froh, haben wir mehr Platz. Als weniger Platz und äh, wenn euch das nicht stört, dass ihr die Controller jetzt hier irgendwo noch einwickeln müsst, dass die nicht rumfliegen, dann kann man das sehr gut so brauchen. Gut, ich packe mal alles wieder raus und dann schauen wir uns doch mal das Quest 2 Gehäuse an. Äh, Gehäuse. Ah, ne? Also das Case, fast das gleiche. Gehen wir mal ein bisschen näher ran wieder. Ähm, und hier ist es eigentlich, kann ich euch schon sagen, hier ist es fast die gleiche Situation. Ähm, wir haben hier den einen Vorteil, dass die Controller ein bisschen mehr abgegrenzt sind. Die Brille bekommt ihr hier auch wunderbar wieder rein, aber auch hier haben wir wieder etwas Spiel. Und auch da würde ich vorschlagen, vorne ein Mikrofasertuch reinlegen. Und die Controller, die haben hier sogar noch, noch viel mehr Spiel als bei der. Quest 1-Variante. Und auch hier wickle ich die Controller mal schnell wieder in ein Tuch ein, weil selbst der Schutz vor der Linse reicht hier nicht aus. Die Controller, die können relativ sonst hoch nach oben einen Umweg über die Grenze nehmen und dann landen die auch bei euch in der Linse. So, kommen wir wieder zurück und bewegt sich nichts. Hält. Würde ich sagen. Ähm, passt und ähm, auch hier wäre es cool von der Community mal zu erfahren wie ist das, passt das Deluxe Strap hier auch noch rein oder nicht, ich weiß es nicht ich habe es nicht, also ich habe das von der Quest 2, ich wäre jetzt mal davon ausgegangen von der Weite nach hinten müsste es passen, aber wir haben hier so ein, ein eine Plastikauflage hier hinten, die sieht man jetzt glaube ich gerade ja genau, hier sollte das Strap aufliegen und das könnte natürlich sein, dass das hinten eine andere Höhe hat und dass es dann nicht mehr passt. Da wäre ich jetzt ein bisschen auf die Community angewiesen. Vielen Dank an dieser Stelle an die Community. So Leute, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ihr braucht nicht zwangsläufig ein neues Case zu kaufen, bloß weil ihr jetzt die Quest 3 kauft. Ihr könnt... Beide Cases wunderbar, wunderbar benutzen. Mit dem äh, normalen Strap funktioniert das absolut problemlos. Und ich glaube, solche Mikrofasertücher braucht ihr ja eh, um eure Linsen zu putzen, oder? Und dann könnt ihr auch das Zeug direkt da einwickeln. So, das war es von meiner Seite. Ein kleines, feines Video. Kleines, aber feines Video. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Däumchen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Spielt was Schönes. Bis dann, euer Doc. Tschüss.